Hallo und willkommen zurück zu EFT. So, wir haben einiges vor heute. Erstmal müssen wir die unnötigen Waffen hier rausschleppen, die wir beim letzten Mal mitgenommen haben. Ansonsten schauen wir mal nach den Tagesquests. Bei Jäger ist was erledigt, okay. Ach, das habe ich doch gestern abgegeben. Na gut. Dann zählt es jetzt aber hoffentlich als abgegeben. Ja, ja, her mit meinem Reward. Und, diese Binden braucht man doch für Therapist. Okay, 6 Tage und 19 Minuten. Ich dachte schon. So, aber die haben wir doch auch herstellen lassen. Deswegen klingelt wohl auch das Hideout mit 2 Elementen. Das sollte alles fertig sein. Dann kriegt man nochmal 17.000 AP. Oder waren es 14.000? Ist egal. Get Items. Und Get Items. So, Trader, Therapist, Tasks. Turn in. Na, wunderbar. So, 13.000 XP. Hier komme ich. So, 3 Stück. Und 5 elektrische Motoren haben wir dafür bekommen. Jeder einzelne davon ist gerade 100.000 wert. Das ist fantastisch. So, die tun wir alle in die Box. Unser Inventar, unser Stash ist eh schon vollgemüllt wie sonst was. Muss ich wieder mal im Zeitraffer schön sauber machen. Das ist klasse. Mit den Motoren können wir jetzt einiges anfangen. Zurück zum Hideout. Sehr gut. Was macht man, was macht man? Wir hatten auf jeden Fall hier Generator, das nächste Level. Oder Workbench, das nächste Level. Ne, braucht Mechanik 2. Ich glaube, das geht erst auf Level 20. Wenn's 3, könnte man machen. 4 Batterien. Braucht aber einen Generator. Und der Generator braucht ein bisschen Kabel, bisschen Relays. Und dieses Bullbex habe ich noch nicht gefunden. Oh, 67.000. Ich kaufen. Wunderbar. Dann braucht man 3 Relays. Teuer, teuer, teuer. Nehmen wir den, können wir gleich 3 kaufen. Ich sagte 3. So, und dann noch 5 Kabel. Der hat 4, kaufen wir alle. Scheiße. Der hat 4, kaufen wir alle. Scheiße. Laden wir nochmal neu. Geht wohl nicht. F5? F5 geht. Der 10. Wir kaufen 5. Na, also, ja, ja. Upgrade. Und das dauert jetzt 5 Stunden Realzeit. Wir werden also eventuell erst in einer der nächsten Folgen sehen. Ich weiß nicht, wie viel ich heute Abend mache. Die Medstation. Ja, das passt eigentlich alles. Dann brauchen wir hier Salzlösung. Glaube ich. Der braucht man nur 3 Stück. 3 Stück. Bin ich noch in der Pubertät mit der Stimme? Scheiße. Wieder zu lange gewartet. So, der hat 2. Der hat 1. So, das passt. Dann brauchen wir S-March. Könnte man eigentlich auch herstellen. Oh, nö. Nicht 13. 3. Ich bin doch ein Esel. Dann ein Blutset, ein Bloodset. Ja, so weit, so gut. Und 3 Med-Tools, die dürfen nicht so teuer sein. Der hat 18 Stück. 3 reichen mir. Upgrade. Und das ist in 3 Stunden fertig. Kann man sonst noch was machen? Heating? Ja, das sieht auch gut aus. Kauft mal ein Trinkend, ein Feuerzeug und noch ein D-Fuel. Oh, ist ja billig heute. Oh, ist das schön, wie viel wir machen können. Illumination braucht den Generator. Das ist klar. Noch Kabel. Energiesparlampen sind die billig. Nein. Die sind definitiv gerade nicht billig. Könnten wir eigentlich unsere verkaufen, damit wir wieder Geld reinkriegen. Ich glaube, ein paar habe ich zumindest. Sortieren wir es mal. Ja gut, ich brauche sie irgendwann schon. Das ist halt das Problem.
Ja, und die UV-Lampen sind billig. Na nee, gut, hilft ja alles nichts. Dann rüsten wir uns aus. Der Injektor, der ist wichtig. Ich glaube, die sind in der Osprey. Ja. Irgendwann, also L1 müssen wir, glaube ich, auch in der Quest abgeben. Deswegen gar nicht so schlecht. Hier FMJ-Munition. Was soll's, laden wir. Rein in die guten Magazine mit euch. So. Drei Magazine dabei. Gewichtsmäßig, ja, ist das schon wieder so ein Limit-Ding. Zwei Granaten reichen erstmal. Munition zum Nachklicken. Wir haben ja so viel gekauft letztes Mal. 60 Schuss sollten reichen. Gut. Dann sind wir gerüstet. Was müssen wir denn überhaupt machen? Scouters, okay, das ist Streets of Tarkov. Darauf habe ich auch demnächst Lust. Wir könnten das machen. 5 Minuten auf Wood chillen und dann kriegen wir 5700 XP. Dazu müssen wir eine Mayonnaise mitnehmen und ein bisschen was zu trinken. Mayo, Mayo, Mayo. Mayo, wo ist meine ganze Mayo hin? Keine Sorge, die ist irgendwo. Ich werf doch Mayonnaise nicht weg. So, die wird uns nämlich sofort dehydrieren und dann würde ich sagen, nee, EWR ist zu günstig. Wir nehmen noch einen Afak mit, weil wir müssen uns wahrscheinlich ein bisschen heilen. Wir brauchen aber ein bisschen was zu trinken. War das wenigstens nicht da? Mensch, ich habe eine Ordnung. Das ist ein reiner Sauhaufen hier. Meine Eltern hatten recht. Ernsthaft? Ich hatte doch noch ein Gefäß mit Essen. Aber was? Die Condensed Milk wird es nicht sein. Und das ist es immer noch nicht. Schade. Ja, dann auf zu Therapist. Kann man Wasser kaufen. Am besten mal 2 Flaschen. Ja. Das ist doch ein Deal. Dann würde ich sagen, nehmen wir die andere auch noch mit. Werden danach durstig sein. Dann kann es losgehen. PMC, Woods, 12 Uhr, passt. Legen wir uns irgendwo ins Gras oder gehen wir ins Gef-Bunker rein? Ich weiß es nicht. Müssen wir danach eigentlich erfolgreich extracten? Eventuell ja. Wir sind bei Sankten Village, also eigentlich perfekt. Können uns in die Kirche chillen, theoretisch. Boah, leckt das gerade. Was ist denn los, Nikita, mit deiner Spielperformance? Eine HDD. Ich nehme auch eine Grafikkarte. Grafikkarte? Scheiße. Aber Erbsen. Theoretisch können wir auch einfach hier warten. Alles fressen von der Mayonnaise. Hoffentlich reicht die. Ja, das sieht gut aus. Wasser ist gleich leer, dann warte ich mal die Zeit hier ab, sobald wir komplett dehydriert sind. Haben wir schon den Status? Nö. Metabolismus minus 3. Komm schon. Ein Klecks Mayo zu wenig. Jetzt. Jetzt müssen wir 5 Minuten ausschalten. Ich gehe hier in den Busch und ihr kriegt einen Zeitraffer. Wir haben es geschafft. Das ging aber schnell. Da können wir ja eigentlich versaufen. Nur sicher gehen. Ja. Irgendwann muss man sicher extracten. So. Ich sauf Wasser. Ein Glück haben wir so viel mitgenommen. Ja, ja. Dehydrierung lässt nach. Und nochmal aufwassern. Glänzt die Flasche. Das ist, glaube ich, Premium-Wasser, was man da gekauft hat. So. Schlimmste vorbei, schlimmste vorbei. Ja, einmal hochheilen. Einmal hochheilen. Kopf und Beine dürfen von mir aus auch noch. Kopf ist wieder ein bisschen gesunken. So. Jetzt ist uns nicht mehr so schwummrig. Wasser trinken hilft, Jungs. So, und einmal noch die Rübe verarzten. Hat er gemacht. Wunderbar. Dann können wir weiter.
mal. Mal was sehen. Also ich sehe zumindest nichts. Ich bin nicht doof. Also ich bin garantiert doof. Aktuell sehe ich nichts. In dem Spiel heißt es zwar nichts, aber trotzdem. Versuch ist es wert. So, was haben wir hier? Was haben wir hier? Nix. Einfach nix. Katzen! Ich werd nicht mehr. Update die scheiß Loot-Tabellen. So, dann haben wir hier eigentlich noch die ganzen Häuser, die wir durchgehen können. Vielleicht ist hier irgendwo mal ein Mondschein drin. Die Munition nehme ich. Was ist das für das Kaliber hier? Das brauche ich doch. So. Kein Mondschein, kein Mondschein, überhaupt kein Mondschein. Ist hier schon jemand durchgekommen? So, MAE. Boah, muss man nicht fressen unbedingt. Zumindest nicht jetzt. Kann man für schlechte Zeiten aufbewahren. Nächster Punkt, Kultisten-Circle. Wo ist er denn? Hier hinterm Zaun. Da versteckt er sich fast jedes Mal. Nix da heute. Nix da heute. Das ist ein Ding. Waren die wohl ein bisschen faul? So. Dann haben wir hier noch zwei Häuser und dann können wir theoretisch Scav-Bunker und dann direkt Outskirts. Wir können natürlich auch Vehicle-Exit nehmen. Ja, schau mal dann. Oh, da war was, glaube ich. Nö. Nö, nö, nö. Gut, da ist auch nichts. Hm. Merkwürdig. Na, ja, wenigstens ein Goldkettchen haben wir hier. Nein, das war's auch schon. Ziemlich dürftig heute die Lage. Das ist gerade nämlich mit. Der gehört jetzt nur mir. So. Einmal noch hier rein. Wir brauchen unbedingt Energiesparlampen. Vor allem, wenn die so viel wert sind. PRS brauche ich nicht. Da müssen wir doch eher auf Fortress gehen oder in Fortress of Customs. Da kriegt man immer das gute Zeug an Werkzeug. Obwohl hier in Woods gibt es auch ein paar Spots, wo man dann vor allem in der Nähe vom Sniper Mountain Big Rock heißt er, glaube ich. Da gibt es auch einige Versteckchen mit Werkzeugkisten. Sind echt ein bisschen überladen. 40 Kilo schon. Uiuiui. Was habe ich heute zum Mittag gegessen? Kein Wunder ist der so lahmarschig. ETR ist wieder da. Oder fährt gerade an. So, da gäbe es eine Waffenkiste, brauche ich aber nicht. D-Fuel. Gerade habe ich es noch gekauft. Boah, Granaten haben wir eigentlich, aber ein paar mehr schaden auch nicht. Vor allem die VOG 25 ist relativ gut und relativ viel wert. So, da ist nichts, da ist nichts. Ein bisschen enttäuschend heute, was den Loot angeht. Jetzt nicht so furchtbar, aber auch nicht so gut. Wodka, Thermometer und Ananassaft. Verleibe ich mir gleich ein. So. Dann sind wir schon mal ein bisschen leichter. Obwohl nicht wirklich, weil der ganze Ananassaft ist hier jetzt in ihm drin. Also rein physikalisch sollte sich da nichts verändert haben. Ich glaube, die tracken hier nicht den Urin, die man, den Urin, den man in sich drin hat. Ja, ich ja gut.
Der kann uns nichts mehr tun. Ja, das Visier können wir eigentlich da lassen. Die HDD normalerweise auch. Und Zucker. Und Apollo. Brauche ich gerade nicht. T-Munition. Nein, danke. Einfach nein. So, was hat der? Die Pistole kann man nehmen. Ist aber auch nur zusätzliches Gewicht. Eine SKS. Kann es zurückhaben. Kann es zurückhaben. Beziehungsweise ich habe es ja jetzt auf den Boden geschmissen. Das ist eigentlich relativ gut. Kann man das irgendwie mitnehmen? Ach, dann sind wir eh zu schwer. Dann lässt man es ihm. So, dann geht's noch ins Gav-Bunker. Und dann wahrscheinlich zum Ausgang. Oder zum Music Camp, je nachdem. Okay. Okay. Das sind PMCs. Mit gutem Helm. Mit guten Kopfhörern. Mit einer G36. Die Wahrscheinlichkeit, dass hier noch jemand da ist, ist hoch. Einen haben wir umgeschossen. Einen haben wir umgeschossen. Mal eine Granate, um sicher zu gehen. Ob jemand schreit. Okay. Auch guter Helm. Was ist denn heute los? Kein Loot, aber so viel Leichen. Und der Panzer ist gerade weg. Scheiße. Oh, die AS-Wall mag ich eigentlich auch sehr gerne. Vielleicht mehr als die G36. Oh, eine richtig coole Waffe. So, der Helm ist so mittel viel wert. Wir schauen mal hier nach unten. Ob sich doch noch ein PMC versteckt. Man weiß ja nie. Die schleichen manchmal ganz schön. Nö, sieht gut aus. Ein Goldkettchen. Boah, jetzt bin ich aber zu schwer. Jetzt bin ich aber zu schwer. Ja, die Cracker lassen wir da. Kondensmilch können wir nicht da lassen. Die müssen wir mitnehmen. Das ist das Tarkov-Gesetz. So, ich sehe nix. So, Blendgranate darf das Spiel behalten. Kalot B ist eigentlich gut. Nehmen wir mit. BP-Munition lassen wir da. Obwohl, wie viel wiegt das? Nur ein Kilo. Ach, was soll's, nehmen wir mit. Nehmen wir mit. So, der wurde schon ausgezogen. Bis auf sein Doc-Tag. Eine coole Schrotflinte. So, Maske nehmen wir die Ghost. Finde ich generell cooler. Schauen wir mal den anderen Typi noch an. Ohne Coulon. Ich dachte zuerst eine Korund. Der Platten drin, keine Ahnung. Okay, interessante Waffe. Tor 2 Helm. Sieht auch ganz cool aus. Muss ich schon sagen. Also kein schlechtes Zeug haben sie dabei. Nur Loot wahrscheinlich wieder nicht, was ich nicht verstehe. Na, komplett leer. Komplett leer. Ja. Kriegst du mal das und dann... Was für Munition hast du? SP5, die ist doch gut, oder? Geht. Es geht. Ja, mit dem AFAK. Was haben wir da für ein Visier drauf? Aus so ein... So eins, das wir, glaube ich, auf der Waffe oben drauf haben. So. Tauscht man noch Rucksäcke. 51 Kilo. Oje, oje. Oje, oje. So, nur mal kurz... Hier hinten schauen. Gibt es nämlich noch eine Tasche. So, ich will aber nur Cobra. Wollte nur das obere. Ah, lass mal's da. Glaubt, das ist nicht ganz dasselbe, was ich drauf habe. Weil so ein ähnliches
Leopold heißt es, glaube ich, Reflexvisier ist 100.000 auf dem Flieh wert. Das wäre es mir wert gewesen, das mitzunehmen. So. Dann schauen wir mal. Waren hier nur zwei Kollegen? Naja, einer reicht ja erstmal. Naja, die 36. Granaten wahrscheinlich wieder. Nö, nur Munition. Okay, Bastionhelm, Stufe 4. Katze, Katze. Ja, was? Sicher was? Wo? Oder wer? So, Katze können wir wieder da unten eine versorgen. Können da noch eine versorgen. Boah, nehmen wir mit die Munition, würde ich sagen. Die nehmen wir mit. Das ist ein guter Raid. Die Firma dankt. Und hier ist ja der andere Kappe. Mit einer Aug, die auch nicht so schlecht ist. Sein Doc-Tag. Ah, hast du nicht irgendwie Stimulanz für mich? Ich krieg das sonst so schwer raustransportiert. Die typischen First-World-Problems. Unser Lever, das so mittelviel wert ist. Was für Ammo? Nochmal die gute, okay. Die Zeithammer. Schau mal, dass wir hier rauskommen. Lever hätte ich noch gern, aber was soll's. Was soll's. Wir sind wohlig bepackt. Wir schauen unten noch in den Stash und dann geht's zum Vehicle Exit. Ah, hey, mein PMC schlägt sich ganz in Ordnung für das Gewicht, was er gerade schleppt. Also hier ist noch ein Stash in dem Busch. Wenn er denn gespawnt ist, dann ja. Vielleicht ist eine Glühbirne oder sowas noch drin. Ein Relay, danke. So. Dann einmal Hochstaminan und dann den Rest im Zeitraffer, wenn nichts Interessantes mehr passiert. Ah, ich hab's noch spannender gemacht. Ich muss jetzt noch mal paar Minuten auf die Toilette und dadurch sind wir knapp rausgekommen. Aber wir sind rausgekommen. Ja, ja, hier mit den EP. Ja, ja. Dehydrierung hat ein bisschen was geschadet. Ja, nicht längerfristig. So, dann als erster Punkt können wir die Quest abgeben. Die D-Size Battery habe ich jetzt nicht mehr gefunden. Komplett. Dankeschön. Wounded Beast. Eliminates Gas while suffering from the pain effect. Das kriegt man hin. Einfach auf die schießen, nachdem sie uns so oft getroffen haben. Ja, Quest Rewards. Wasserfilter. Ganz, ganz wertvolle Dinger. Ganz, ganz wertvolle Dinger. So, wunderbar. So, dann verräumen wir mal den Loot. Erstmal die ganzen Doc-Tags. Hoffentlich haben wir hier noch Platz. Ah ja, das reicht. Oder habe ich die Doc-Tags woanders hingeklatscht? Nee, die müssten eigentlich hier sein. Vielleicht habe ich alle abgegeben. Im Sinne der Quest. So, Thermometer kommt da rein. Dann Thermostat. Wodka. Helm. Katze können wir verkaufen. Goldkette können wir verkaufen. Zucker stauen wir wieder eine Weile an, bis es viel wert ist. Ah, da ist noch eins. HDD. EP-Munition. Ist die gut? Die ist sehr gut. Für Kaliber X39. Da muss ich mir auch eine gute Waffe mal raussuchen. Mach ich bis zum nächsten Mal. Oh, ist das voll? Nee, kann eigentlich nicht sein.
komisches Deckverhalten auf jeden Fall im Moment. So, wo habe ich den Loot hin? Da habe ich den Loot hin. Da ist natürlich auch die Kondensmilch. Der Jonker geht da rein. Und das andere irgendwo hin, wo es passt. Obwohl das Karlock... Ne, wir haben eins dabei. Wunderbar. Die könnte man verkaufen für relativ viel Geld für eine Granate. Schauen wir mal. Alter, 46.000. Ja, lohnt sich ja fast, die zu verkaufen. So, die Afax, das da können wir auch verkaufen. Für 10.000 hat das einer. Ja, wir können, glaub... Wer kauft das hier? Man sieht doch die Werte. Naja, da geben wir sie lieber Therapist. Also da unten ist noch mehr Loot. Noch eine Katze, ganz vergessen. Und hier auch nochmal Munition. Nochmal Munition. Dann kann der Rucksack raus, wenn ich Platz habe. Dann schafft man halt Platz irgendwie. Irgendwie schafft man Platz. So, vielleicht so noch ein Schwanz einziehen. Das macht die PST-Munition hier unten. Mensch, ist das eine Ordnung. Das wäre andersrum einfacher gegangen, aber gerade so gepasst. Ach, da ist noch eine Goldkette. Dann verkaufen wir hier mal ein bisschen Zeug. Neue Tagesquests haben wir anscheinend auch. Erstmal Therapist. Erstmal Therapist. Nummer 1, Kondensmilch, Kette, Katze, Kette, Wodka. Und nochmal Kondensmilch. Und natürlich das halb verbrauchte Afak. Obwohl, das hätten wir auch eigentlich nutzen können. Iskra und den Rest würde ich einfach behalten. Oh, das passt. Gut, was braucht man dann noch? Wir haben CMS, wir haben was zum Nachklicken, wir haben hier eine Waffe, wo mich eigentlich nur der Waffenkörper interessiert, das AS-Wall. Wie viel kostet die? 60.000, aber eine gute kostet 70.000, okay. Die werden wir auf jeden Fall machen. Welches Kaliber hat die? Die hat 9x39. Okay. Das ist, wie gesagt, eine meiner Lieblingswaffen in Escape from Tarkov. Müssen wir mal schauen, wie wir die sinnvoll zum Einsatz bringen. Dann habe ich eine Granate, eine Pistole. Ja, können wir von mir aus behalten. Und genügend Munition. Dann können wir eigentlich wieder raufgehen und nicht draufgehen. Wohin denn? Level 2 mit Rackman. Das sollte man eigentlich können. Müssen wir nur mehr ausgeben. Müssen wir ihm vielleicht ein bisschen was verkaufen. Verkaufen, verkaufen. Ja, ich verkaufe mal einem Mann, der alles hat. So, das da. 40.000 für einen Helm. Oh, der Helm, den würde ich lieber anziehen. Lass dir halt mal gutes Zeug liefern, Mann. Na gut, der Helm und die Platte kann mal weg. Das ist eigentlich Geldverschwendung, aber was soll's. Du hast halt kein gutes Zeug, Kollege. 109 Euro für den Marker, zählt das? Maximum 12, schauen wir mal. Ja, das zählt aber auch nur 16.000 wert. Aber die Marker braucht man zumindest für die späteren Missionen. Boah, der könnte echt mal gutes Zeug gebrauchen. Peacekeeper erst auf 23, Mechanic 20, Jäger auf 15, aber auch hier mehr Geld ausgeben. Dann wollen die alle, dass ich mit denen Geld ausgebe. Sehe ich aus wie Krösus. Der kann seine Schrotflinten zurückhaben. Nee, kann er nicht, die brauche ich ja noch. Boah, ist das alles überlaufen. Na gut, das kriegt man irgendwann hin. Muss ja nicht sofort sein. Stash the package in the break room on the second floor near gate 3 und Factory. Wollen wir das machen? Wir müssen es irgendwann sowieso machen. Break room on the second floor. Ich kenne den Pausenraum im zweiten. Nee, das muss ich noch nachschauen. Ja, Gas Analyzer, die könnten wir eigentlich mal versuchen zu craften. Irgendwo geht das. Vielleicht müssen wir da zuerst die Werkbank upgraden, aber es sollte theoretisch möglich sein.
Müsste ich auch mal nachschauen. Guess Analyzer, Guess. Da ist ein Guess Analyzer. Den ersten. Wir finden ja eh so selten. Scheiße, ist das wieder teuer. Scheiße, ist das wieder teuer. Na gut. Und dazu muss ich wahrscheinlich Generator kurz starten. Eine Batterie noch. Kommt sofort. Und Start. Ja, ja, Handover. Ja. Viel Spaß beim Produzieren, wann bist fertig? 243 Stunden. Und was ist, wenn wir den Strom anmachen? 17 Stunden. Na gut. Strom bleibt an. So, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal auf Streets of Tarkov, können wir theoretisch jetzt auch. Ich habe die Map wieder besser im Kopf, bin sie auch einmal abgelaufen noch. Hab's eh schon ausgewählt. Ah, Streets of Tarkov dauert immer noch echt lange zum Laden. Aber ist auch eine richtig geile Map. Bin gespannt, wann das mal lokal gehostet wird. So, jetzt muss ich mich nur noch irgendwie orientieren. Wir sind irgendwo unten. So weit, so gut. Tür zu. Jetzt muss man ein bisschen mit den anderen PMCs aufpassen. Ich weiß nicht, warum ich einen Ping habe, weil wir auf dem Server sind. Ich weiß es doch. So, dann einmal vor die gute Tür. Ach, wir sind wieder hier, wo wir letztes Mal, glaub, gespawnt sind. Obwohl, ist das. Das ist nicht der Collapse Crane. Die Schüsse gehen nicht auf uns. Hoffe ich. Bin mir fast sicher. Bin mir fast sicher. So, ich muss wieder eine Art Hauptstraße finden, obwohl, das kommt mir hier doch. Ja, kam mir letztes Mal auch so bekannt vor. Ist das nicht beim Collapse Crane? Und dann ist hier links irgendwo weiter das Theater. Ich glaube, das war letztes Mal auch mein Problem, aber das sieht doch eher so aus. Da war wohl ein Boss mit seiner mit seinem Granatwerfer unterwegs. Walter. Keine Ahnung, wer Walter ist, klingt nicht wie ein Boss. Und der hat mich ganz gut getroffen. AGS-30, Automatic Grenade Launcher. So hat sich's auch angefühlt. Was soll man denn gegen das Ding ausrichten? Nicht da langlaufen wahrscheinlich. So, wie wär's denn nochmal mit einem Factory-Probe-Run? Da, na, da können wir die Weil hier nehmen. Ohne Visier natürlich. Zumindest ohne das Scheiß-Visier. So, dann brauchen wir Body-Armor. Body-Kopfhörer. Body-Bank-Robber-Weste. Haben ja keine andere, oder? Ne, gerade nicht. Schauen wir mal, was Prepper hat. Also Tagesquest annehmen. Ja, warum nicht? Zweimal durch Keller extrahieren. Antibiotic Pills. Augmentin. Habe ich noch kein Augmentin auf Lager? Na, ja, habe ich wahrscheinlich immer verkauft. Ja. Nur wenn wir beides haben, würde ich es reintun. Ja, ja, drei PMCs umlegen. Nichts leichter als das. So, Prepper, hast du irgendwas für mich, was Schutzweste und Ding in einem ist? Wahrscheinlich nicht. Dann kaufen wir mal bei Rackman. Boah, die, warum nicht? Müssen eh Geld bei dem ausgeben. So, Gesichtsmaske. Nehmen wir einfach so eine billige. Filter bei Item. Oh, die kriegt man relativ günstig. Ich kann mich daran erinnern, dass die mal relativ teuer waren. Da kaufe ich gleich ein paar mehr. So. Load Ammo.
BPGS, SPP, hier SP5GS. B, die unten. Du kommst rein. Die Munition wartet hier auf uns. Unload, Load, SP5GS, Unload, Load. Also, Unload. Was lad man denn dann rein? Wollte jetzt eigentlich 40 mitschleppen. Sind die hier sortiert nach Nützlichkeit? Wahrscheinlich nicht. Aber wenn man drüber hovert, sieht man zumindest was. Egal, wir machen Linked Search. Ammo. SP5. Kann ich einfach so kaufen. Aber ist teuer. Ja, was willst. Nein! Wird gekauft. Ah, teure Munition. Gut. Wir sind gerüstet. Wir nehmen noch ein paar Granaten mit. Wo habe ich die denn gelassen? Wo habe ich die gelassen? Na, die Wok ist mir zu viel wert. Wir nehmen die. Gut. Und dann probieren wir es mal auf Factory nochmal. Na, diesmal habe ich weniger Angst. Vielleicht sollte ich einfach meinen Sound runterdrehen. Dann ist es nicht so beängstigend, was ich alles höre. Verlasse ich mich mehr auf meine Augen. So, ganz wichtig, hier auf Automatik stellen. Und beten, dass wir was treffen. Full Auto, so soll es sein. Okay, weiß, wo ich bin. Ich drehe den Sound hoch, ich höre ja gar nichts. Ich höre ja gar nichts. Das ist eigentlich ein guter Spot, um alle wegzuholen. Wenn sie denn spawnen. Wieso habe ich immer noch einen Ping? Soll doch lokal gehostet werden. Vielleicht Anzeige-Bug. Wieso ist hier niemand? Irgendwer? Hallo? Werfen wir mal eine Testgranate. Ja. Da sind welche. Schreien zumindest rum. Müssen wir ein bisschen warten. Oder kann man looten? Vielleicht kann man sogar looten. S-Munition brauche ich doch nicht. Sind hier alle unten? Noch kein Schuss, kein Nix. Ist das weird. So unfactory-typisch. Ja. Tja, dann hätte man gleich das Paket mitnehmen sollen. Oben sind glaube ich hier. Alles ruhig hier. Ja, haben sie ja alles umgebaut. Ja, zumindest hier kann man looten. Gleich kommt ein Flash Drive raus. Der Rahmen nehme ich auch. Oh. Jetzt kommen welche. Tja, geile Waffe, was? So, SAS Drive tun wir nach unten. Das kann man schön für Dollar verkaufen. M-Parts kommen hier hin, kommen da hin. Und Matches. So, einmal nachklicken. Magazin ist nämlich echt schnell leer bei der Waffe auf Full Auto. Na, selbst wenn man einzeln klickt, haut die Gegner gut weg. So, Full Auto ist nur der Notfallmodus, aber ich bin im Notfallmodus auf Factory. MP133, aber wahrscheinlich ungemoddet. Also die hat nur den Haken dran, weil wir die modden müssen.
diesen geben. So. Wieso ist S-March auf meiner Wunschliste? Remove vom. Gut. Hat wahrscheinlich nicht geklappt. Kein Safe mehr hier drin. Wir sollten dies. Ah, zwei Jacken. Fast so gut. Gut, die waren davor auch schon da. Da haben sie aber gescheit geladen. Max Energy. Runter damit. Einfach runter damit. Ah doch, Safe ist da. Und ich beschwere mich. Oh, Bake Easy und ein Rooster. Welchen Ausgang haben wir überhaupt? Keller. Ich werd nicht mehr. Das war der eine, das ist der andere. Na gut. Irgendwas höre ich rechts. Nein, Waffenfunktionsstörung. Waffenfunktionsstörung. Die wieder hin auf die Schnelle. Ah, deswegen sollte man seine Waffen inspizieren. Ja, reparier's. So. Wir können wieder schießen. Oh, PMC hinter mir. Da waren sie zumindest. Yay, wieder hochheilen. Ich will endlich Propital in großen Mengen mit mir mitschleppen dürfen. So. Nur die Ruhe. Kann ja nicht jedes Mal scheitern hier. Hinter uns hustet einer. Jetzt nicht mehr. Enthustet. Naja, Yusek, red nur weiter. Red nur weiter. Was heißt du? VPO hilft mir nicht. Das hilft mir doch nicht. Trotzdem mal durchsuchen. So, Munition sieht gut aus. Hier gibt es ja noch einen draußen inzwischen. Okay, PMC, einer ist down. Ich hab dich übrigens auch gesehen, PMC. Wo ich nicht so laut rufen, dass du mich gesehen hast. Das ist eher mein Factory-Level. So kriege ich auch was geschissen. Nur nicht zu lange an einem Ort stehen bleiben. Ich muss mir doch einen Überblick verschaffen. Das ist das Problem. Ich muss mal irgendwo 30 Sekunden rumstehen, mir alles ganz genau ansehen, ob da irgendwo ein Gegner ist und dabei nicht angegriffen werden dürfen. So, haben wir noch einen? Noch einen? Irgendwo? Nirgendwo? Gerade genau. Ist ja nicht so merkwürdig hier. Wie komme ich hier gescheit runter? Kann ich auf das Zelt springen, ohne dass meine Beine flöten gehen?
Die Antwort ist so mittel. So mittel. Gut, hat es funktioniert. Zwei Brüche, nichts Schlimmes. Ja, Hammer gleich wieder mit dem Grizzly. Einfach zu schwer unterwegs. Einfach zu schwer unterwegs. Und einmal noch. Wunderbar, dem Bäuchi geht's auch wieder gut. Na, schauen wir mal, was wir angerichtet haben. Medizintasche, nice. Kommt gerade gelegen. Platze braucht man, Vitamine sowieso. Ja, komm, klickt mal die noch schnell nach. Sind ja nur 13 Schuss. So. Dann haben wir hier nochmal Medizin. Bandage, Saliva. Und nochmal Bandage. So, dann gehen wir zu unserem umgeschossenen Freund hier. Das ist ganz ordentlich. Das ist, glaube ich, ganz ordentlich. Armor 3, Armor 4. UMP mag ich in dem Spiel zwar nicht so, aber ist eine UMP, ist gut genug. So. UMP-Magazin kann ich leider nicht gestellt aufnehmen. Doch, jetzt gleich. Eins schmeißt mal weg, dann können wir unseres rein. Matches. Echt. Ist ja gut. Ja. Problem gelöst. In die Taschen schauen. Und dann gehen wir zum Ausgang. Die Granate nehme ich. So, wir müssten jetzt irgendwie die Keller finden. Wir waren aber am anderen Ende irgendwo. Kann ich die nicht looten, den armen Kameraden? Ich finde, die Keller sind hier echt schwer zu finden. Also zumindest für mich. Vor allem jetzt nach dem Redesign. Ich glaube nicht, dass es hier war. Weil hier ist nur die plätschernde Nass noch da. Ich glaube nicht, dass das der Weg zum Keller war. Das war ja ein richtig langer Gang. Aber hier sind sie auch nicht. Vielleicht eine der Türen. Dann noch woanders hin. Boah, gute Frage, was? Ist das ein Voller? Nö, schade. Sonst hätte ich noch Fuel mitgenommen. Das wird es ja auch nicht sein. Hier kommt man ja nicht mal durch. Hier kommt man ja nicht mal durch. Schon. Boah, ich dachte... Ich dachte gerade, das eine Ding schießt auf mich. Du bist auch nicht der Killer, oder? Vielleicht geht's jetzt im Keller. Ansonsten nehme ich irgendwie G3 oder so, das finde ich immer. Nee, das geht nicht. Auch nicht. Naja, Exploring Bonus. Bist du ein Killer? Nö, nö, nö. Okay. GD, nicht unser Ausgang wahrscheinlich. Doch, können hier auch raus. Gate 0. Also, ja, D 0. Ist klar. Und ich muss mir mal anschauen, wo man in die scheiß Keller nochmal kommt. Und das lief. Und nur ein Usec umgeballert, ist klar. Aber die Liste an Usecs wird geringer, die wir abknallen müssen.
Der Rest passiert dann aus Vergnügen. Ja, kein schlechter Haul, würde ich sagen. Eine OMP noch mitbekommen. In einem ganz, naja, Zustand. Besser als die AS-Wahl. The Rooster kommt auch erstmal da rein. Wir verräumen erstmal alles. So wie sich das gehört. Zumindest das, was wir verräumen können. Weg, weg, weg. Weg damit. AFAK bleibt hier oben. Das ist sinnvoll. Obwohl, ich muss nicht so viel Medizin mitschleppen, dass AFAK reicht. Sonst sind wir nur zu schwer wieder unterwegs. Das sieht hier aber ganz gut aus. Hier müssen wir entsprechend nachladen. Discard, ja, der kann einfach ins Nirvana verschwinden. Genau, aber dann sieht es doch gut aus. Dann brauchen wir nur neue Munition und dann sind wir soweit. Ich würde wahrscheinlich noch. Ja, ich würde sagen, das reicht für die Episode. Ich räume jetzt wieder in Zeitraffer hier ein bisschen auf und verkaufe an Händler und so ein Kram. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.